Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion auf meinem Zeitkanal. Heute schauen wir uns eine Reaktion an, also wir reagieren heute, aber diesmal ein bisschen anders, weil ich bin auf meinem Laptop, weil mein PC ist kaputt gegangen, deswegen kann es sein, dass das Video, die Qualität ein bisschen schlechter ist und vor allem auch, dass es ein bisschen laggt im Video, also seid nachsichtig mit mir, aber heute schauen wir trotzdem die Folge 9.8 an, er erobert sie zurück, Stanley auf dem Profilbild, auf dem Thumbnail, ich bin gespannt, let's go. So redest du nicht mit Grace. Haben wir uns da richtig verstanden? Der will mich fertig machen, der Typ. Glaub's nicht. Statt mit mir zu chillen, bist du hier mit Fatima. Ihr guckt einen Film. Super, dann könntest du mir ja mit dem Auto jetzt kurz helfen. Lass uns gar nichts machen. Gar nichts. Niemand macht hier nämlich irgendwas. Nice. Also, was soll ich nicht wissen? Also ich, dass Georg ihnen einen Liebesbrief geschrieben hat. Nö. Ja. Genau, und ich wollte, also ich habe ihn dummerweise geschrieben und dann wollte ich ihn TJ geben und... Damit ich den Brief auch rechtschreibe. Ja, aber sie ist schon noch dabei, hat auch alles gehört, was gesagt wurde und wer den Brief nicht sehen darf. Sie hat genau, was es geht. Ah genau, Leute, klickt auf den Link. Ehre, dankeschön. Kontrollierer. Genau, weil... Ja. Ja, Georg, ganz kurz nur, wir hatten das doch geklärt, das dürfen wir nicht, das kommt nicht nochmal vor, das weißt du, aber wenn wir schon mal da... Sollte sie nicht ein bisschen Angst haben auch, danke fürs Follow, dass ist er das, wenn das jetzt TJ noch erzählt hat, dass es dann irgendwann bald jeder weiß, wenn er es weiter erzählt, Georg, und sie könnte ihren Job dann verlieren auch, ist sie nicht Schuldirektorin geworden? Dabei sind, ich würde schon gern wissen, was, also... was in dem Brief drin steht. Achso, nein, das sind zu viele Rechtschreibfehler. Ja, die muss ich noch kontrollieren. Genau, ich muss noch mal drauf gucken, weil die wegen den Rechtschreibfehler. Ach, zu knapp. Was soll ich mit dem Brief eigentlich machen? Das ist aus deiner scheiß Hose raus, Mann, das ist ja ekelhaft. Nein, vorne rein vor allem. Er hat auch Hosentaschen, was hat sich in die Hosentasche gemacht? Einmal vorne reingesteckt. Alles klar. Hey, es ist super wichtig, dass du den Brief jetzt für immer bei dir behältst, okay? Bis wir ihn nutzen. Darf nicht verloren gehen, okay? Wir haben nämlich eine unfassbare Macht mit diesem... Verstehst du? Wir können Stanley komplett zerstören. Und die gesamte Beziehung. Okay? Naja, also Stanley komplett zerstören. Weil in der Zeit, wo die getrennt waren, sie hier ihn geküsst hat. Geküsst hat, nur das nicht. Und vor allem in dem Brief schreibt sie auch drin, ich habe ja was geküsst haben, trotzdem ist nichts Näheres mit drin, bla 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 bla. Hat sie jetzt gesagt so, also schlimm finde ich es jetzt nicht und beziehungszerstörerisch werde ich es auch nicht. Also richtig blöder Plan irgendwie, aber gut. Georg will sie jetzt heimzahlen. Okay. Jetzt reingehen. Okay. Das muss ich jetzt gleich stumm schalten. Not and don't, Little Mix, no time for tears. Ich sehe wunderschön, ja. Habe ich mir aufgebaut. Lange gearbeitet und jetzt konnte ich mir das hier leisten. Und, Lange aufgebaut und jetzt kann ich es mir leisten. Das ist mein Reich. Es ist Klassenfahrt. Es ist doch nur eine Klassenfahrt und er muss. Das kann ich es mir endlich leisten, dieses Klassenfahrtszimmer, was mich nichts gekostet hat, außer die Anreise und vielleicht die Unterkunft. Da mussten die auch noch sein, weiß ich nicht. Aber viel gearbeitet als Schüler. Fällst du hier bei mir? Ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, oder? Wir könnten ja uns. Wir könnten uns hier ein bisschen hinsetzen. Nee. Wir haben ja noch Zeit. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du vielleicht kurz mit rauskommen könntest. Du siehst ja schön stark aus. Ob du mir vielleicht kurz draußen helfen könntest. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb. Ja klar, haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Oder nicht? Ich habe es wirklich eilig gerade. Also, es wäre echt lieb, wenn du mit rauskommen könntest, ganz schnell. Ich kann ja gleich nachkommen. Hä? Nachkommen? Hä? Nachkommen? Wieso hat er so gemacht? Wegen Nachkommen? Wenn sie vorgeht, dann kommt er nach. Und was ist jetzt, warum das zwinkern? Verstehe nicht ganz. Aber vor allem, die Arme tut mir voll leid. Beziehungsweise die arme Georg, die will nur ihr Auto repariert bekommen, wird von allen Leuten angemacht. Ich gehe dann schon mal, ja. Okay.
Oh, er hat das Hintergrundbild. Oh. Mein Penis wird mich wahrscheinlich für diese Aktion auf ewig hassen, aber... Ja, genau. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es gibt eine Sache, die ich noch möchte. Und das ist Madison. Ich möchte... Madison freaken, Alter. Sexsucht dir wegmachen, ey. Nice. Madison zum glücklichsten Mädchen der Welt machen und nichts anderes. Ich habe keine Ahnung, warum hier alles so chaotisch ist. Ich meine, der Typ hat mich hier eine Stunde lang rumgeführt und dabei will ich doch einfach nur Hilfe bei meinem Auto. Eine Stunde rumgeführt? Wie groß ist die Jugendherberge? Und wie lange haben die noch, vor allem dann zuletzt in seinem Zimmer? Ja gut, du musst ja irgendwo enden, ne? Und dann musst du ja in Stanleys Zimmer enden, logischerweise. Naja, mehr komische Schüler kann es hier immer nicht geben. Jetzt hier. Hey, ah, Jojo. Ich bin Jojo, der Klassensprecher. Sagen Sie, haben Sie Lust, Verstecken zu spielen? Hä, warum hat die sich jetzt... Hä? Aber sie steht doch gerade in dem Raum von Stanley, oder nicht? Und steht hier in dem Türrahmen, wird interviewt. Und aus dem Schlafzimmer, hinten ist ja das Bett, kommt dann Jojo rausgerannt. Jojo pennt doch mit Stanley in demselben Zimmer, war das nicht so? Das heißt, Jojo war die ganze Zeit in dem Zimmer, als sie mit Stanley da war und er sie rumkriegen wollte. Das heißt, im Ernstfall hat Jojo mitbekommen, dass die beiden fricken. Oh Mann, schon wieder. Nee, Georg hat das schon mal mitbekommen, stimmt, da war ja was. Mega cool, dass wir jetzt dieses Projekt machen und ich hatte auch schon eine mega nice Idee. Und zwar können wir so eine Fotoreihe machen, weil ich kenne mich ja mittlerweile auch schon voll gut mit Fotografie aus. Deswegen passt es voll gut. Ja, das weiß die halbe Klasse. Ja, und deswegen, wir könnten ja so immer... Ja, stimmt, da wurde Lorena ja auch vorgestellt in der allerersten Folge, glaube ich, wo sie vorkam, dass sie gerne Fotos macht und dass sie ja Tochter von Anwälten war oder so. Und im Studium ist es auch noch aktuell, weiß ich gar nicht, aber ja, da war ja was. Aktionen machen, so verschiedene, und dann machen wir mit Selbstauslöser. Was denkst du? Okay, alles gut, ja, ja. Okay, dann lass als erstes böse machen. Also, böse gucken. Ja. Okay. 3, 2, 1. Immer diese cringe Uni-Projekte oder Schulprojekte machen muss. Ich musste mal eine Fotoreihe machen zur Bewegung. Wir sollten mal Bewegung in Fotografie festhalten. Und ich hatte eine Fotoreihe gemacht von meinem Bruder, wie er im Garten von mir mit dem Stuhl umgekippt wird. Also er hat auf dem Stuhl, ich musste ihn umschubsen. Und dann musste ich halt für jede einzelne Sequenz ein Foto machen. Immer wieder Foto gemacht, bis irgendwann die Reihe gut war. Das war auch immer so, war zu lustig, hat so Spaß gemacht, aber manche anderen haben auch ganz andere Sachen gemacht, also ganz weirdere Sachen gemacht. Also ja. Und dann noch so in die Kamera gucken, grinsen noch so. Ah, das war auch, wir mussten mal auch durch den Schulhof mal laufen und da Fotos machen. Es war alles... sehr merkwürdig. Krass. Wollen wir es nochmal machen? Nee, passt schon, oder? Ja? Ich glaube, es wird gut. Ja, okay. Ja, stimmt. Okay, ich mach mit, Leute. Ich mach mit. Böse gucken. Ich kann das nicht. Jetzt bräuchten wir nur noch eine nächste Sache, was wir machen könnten. Mhm. Und zwar, wir könnten als nächstes, wir machen so traurig, aber dafür müsstest du oberkörperfrei sein. Das ist richtig wichtig, damit wir eine gute Note bekommen. Ach so, Oberkörperfrei. Traurig, aber er müsste oberkörperfrei sein. Warum jetzt traurig? Hätte ich nicht sagen können, okay, wir machen jetzt geil und wir sind beide jetzt nackt. Aber genau das, aber traurig, oberkörperfrei oder selbstbewusst und dann oberkörperfrei. Das hätte besser gepasst oder so. Aber traurig, steht er hier und weint. Oberkörperfrei. Ach Mann. Oberkörperfrei ist nicht so gut, weil ich habe nicht so gut Erfahrung. Doch, das wird gut. Vertrau mir. Ach, ich hatte letztes Mal. Ich mach doch jetzt schon länger Fotografie. Sieh aus. Los. Hose wieder anlassen. Das wird echt gut werden. Das ist sinnvoll, wenn ich oberkörperfrei bin. Das ist super wichtig, sonst kriegen wir nicht so eine gute Note. Ja, genau. Also Frau Brades sehen will, wie... Das letzte Mal, wo er oberkörperfrei war, war ja, als Frau Ostermann ins Zimmer reinkommt. Deswegen weiß ich wahrscheinlich nicht. Und als ob er eine gute Note bekommt, dann wenn er oberkörperfrei ist, wenn er traurig ist. Frau Bra hat er mit ihm ja schon gepimpert, also vielleicht steht sie auf den Typ Stanley, Typ Jojo, TJ. TJ, ich habe alle Namen fast durch. Okay. Okay, perfekt. 3, 2, 1. TJ, du Ficker! Du Ficker! TJ,
Du Ficker! Wie er das ausgesprochen hat. Du Ficker! Aber vor allem traurig. Guck mal, wie traurig er guckt. Und sie grinst ja auch voll. Hä? Ist ja gar nicht traurig. Wir machen jetzt traurig und grinsen dann währenddessen. Perfekt. TJ! Du Ficker! Oh, so geil! Du Ficker! TJ! Du Ficker! Du Ficker! Ich find's geil. Oh. Was soll das hier? Was für, hat nichts gemacht? Hab ich Tomaten auf den Augen? Oder hast du das auch gesehen, oder? Es ist nicht so, wie du... Ich komm hier rein und du stehst oberkörperfrei mit Lorena da. Du weißt, dass sie zu mir gehört, oder? Das ist das Projekt. Das weißt du. Das war fürs Projekt. Es ist alles gut. Das war fürs Projekt. Schemai! Sind das für Schemai? Du wirst noch sehen, was du davon hast. Du Halt mich zurück! Halt mich zurück! Halt mich zurück! Es ist so cringe, ach man. Es ist, oh, aber ich liebe es. Fleiß, richtig, richtige Rollenwechsel hier drin, ey. Richtig. Aber es soll Lorena ja hören, dass er um sie kämpft. Das wollte sie ja wissen. Das hat sie ja rausgefunden. Du wirst noch sehen, was du davon hast. Du bekommst alles zurück. Und von dir, Lorena, von dir bin ich enttäuscht. Du musst mich nicht so behandeln lassen! Ah! Halt, stopp, Andreas, jetzt noch. Endlich sieht jetzt Fly, wie es ist, eifersüchtig gemacht zu werden. Und jetzt warte ich nur noch, bis er sich beruhigt und dann stelle ich ihn auf jeden Fall zur Rede. Warum will mich eigentlich ständig jemand umbringen, sobald ich mich ausziehe? Das ist Frau Ostermann und jetzt dieser Typ da. Wisst ihr was, von jetzt an lasse ich mein Hemd einfach an. Oh nein, dummer alter Jojo. Was ist los? Dummer alter Jojo. Hä, wieso? Er wollte doch mit der einen Versteckten spielen mit Frau von Bergen. Dein Kopf ist frei. Jojo. Was ist los? Fatima, ich glaube, das wird alles viel zu viel. Ich habe eine Panikattacke oder so. Ich glaube, ich bin der schlechteste Klassensprecher der Welt. Das ist alles einfach. Ich meine, das Klassenprojekt, das wird überhaupt nichts. Und dann habe ich gedacht, wenn ich daran schon versage, dann fange ich wenigstens an, fürs Abi zu lernen. Aber was ist, wenn ich in Religion durchfalle? Es gibt 10 Gebote, wer soll sich die alle merken? Ja, ich kann das nicht mal ernst nehmen. Ey, das wäre es aber noch, wenn man wegen Religion durchfällt. Das wäre echt das Krasseste. Also ich hoffe, es ist nicht möglich. Also das... Ich hoffe, es ist nicht möglich. So weit weg, weil du das musst du jetzt schon gedacht. Ja, ich kann mich auch nicht ernst nehmen. Wir werden das Abi alle schon schaffen. Was willst du denn überhaupt? Wir sind die schlechteste Klasse der Welt und das weißt du, wir sind Abschau. Nein, wir sind nicht die schlechteste Klasse doch, der Welt. Fatima. Nein, sind wir nicht. Doch. Nein. Doch. Ich will dich mal ein bisschen. Fatima, es geht doch nicht immer nur um das eine. Ich muss lernen. Oh, oh. Jetzt wird sie abgefuckt. Jetzt warte! Und dann dieser Song. Heartbreaking! Ach man, ey, da hat sie aber ganz schön ordentlich hier. Ja. Ah, da ist ja Mumi. Warte mal, hat sie gerade die ganze Schokolade gefressen? Oh, oh. Lorena, Schokolade ist giftig für Hunde! Oh, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Finger im Hals. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, scheiße. Hi, ihr zwei. Ja, das musst du nachher auch machen dann. Ordentlich. Stream laggt oder was? Aber nur bei Nifrei, oder wie? Ich hätte fast die 6. wiederholt wegen Religion. Echt? Wegen Rallye die 6. wiederholt? Ey, das wär's noch. Also, finde ich eh schlimm, dass es so ein Pflichtfach ist in der Schule. So, ist zwar kein Leistungskurs oder halt Grundkurs, trotzdem finde ich das schlimm. Hallo, na, wie läuft's mit dem Hund? Gut, wir wollten gerade vor der Haustür mit dem spielen gehen. Ja, im Garten ist auch eine super Idee. Hey, sag ihr doch, dass passiert ist mit der Kugel Schokolade. Ja, vor der Haustür? Wieso nicht im Garten? Also. Muni mag kein Gras. Deswegen gehen wir jetzt einfach dahin. Ja, okay. Tschüss. Madison, ich weiß, du stehst auf so Kitsch-Zeug und romantische Sachen, deswegen dachte ich mir, ich mach das Kitschigste, was man überhaupt nur tun kann, um dich zurückzuerobern. Na gut, er hätte wenigstens mit Gitarre spielen können draußen, wie die richtigen Romantiker damals. Mit Gitarre draußen, schlecht singen, sehr schlecht spielen. Er macht sich jetzt einfach noch in der Bluetooth-Box, alles klar.
Wir müssen nicht. Hätte ich auch den Jojo-Sing-Song abspielen können. Hoppi, wie geht denn das nochmal? Mit Hoppel? Hoppel? Ich kenne die Melodie gar nicht mehr. Von diesem ich weiß nicht, wie der ging. Ich muss ihn mal anhören irgendwann mal. Ich will weiter darüber sprechen, dass ich Scheiße gebaut habe. Und dass es einfach echt nicht okay ist, was ich da teilweise tue. Aber ich will wirklich an mir arbeiten. Und du bist alles, was ich in meinem Leben möchte. Und alles, woran ich die ganze Zeit denken kann. Und wenn ich abends einschlafe, denke ich an dich. Wenn ich morgens aufwache, denke ich an dich. Und ich möchte dich einfach wieder haben. Gib uns beiden noch eine zweite Chance. Madison! Jetzt kommt sie unten raus, wahrscheinlich. Ich kann sie jetzt schon raussehen. Da ist sie. Ich hab's gewusst. Ja, natürlich dann erstmal so traurig rauslaufen, so. Oder so böse, so. Du schießt doch um den Balkon schon und denkst dich so: Oh mein Gott, ja, Stanley, ich komme! Du reagierst doch nicht so. Aber okay, ist für einen Film halt, ne? Wir sind in Szene gesetzt. Oh, Mr. Grumble. Hoppel, hoppel, hopp. Genauso ging das. Danke, Sunny. Moin, Emre. Wir werden das schaffen. Und ich hab dich auch vermisst. Wir werden es schaffen. Ich glaube, Stanley braucht... Ja, jetzt müssen sie irgendwann gar nicht mehr schauspielen für die Serie, weil sind sie in echten Leben zusammen, in der Serie zusammen. Passt. Einfach nur ein bisschen Zeit, um an sich und seinen Problemen zu arbeiten. Und wenn es mich glücklich macht, ihm noch eine zweite Chance zu geben, dann kann es doch nur gut sein, oder? Was ist los, Alter? Wir haben doch gar keinen Alkohol! Nein! Alkohol! Eine fette Party, das ist alle abfacken. Chicken! Liquid holen! Ja, Chicken klingt sehr gut! Chicken! Sag mal, spinnt ihr? Ich will einfach in Ruhe mein Buch lesen und dann schlafen gehen und ihr hört hier die ganze Zeit so laute Musik. Denkt doch mal an eure Nachbarn. Ich. Genau. Oh, ich warte, chill mal. Komm mal runter, Alter. Es ist erst 9:30. Wie würdet ihr. Man sollte euch wirklich einfach mal für eine Nacht rausschmeißen und aussperren. Das wäre doch mal was, ne? Jetzt würden die feiern sogar noch. Das ist eine gute Idee. Ja, ich hab's gedacht. Ja. Ah! Ach so, ich schmeiß ihn raus jetzt. Perfekt. Jo, Alter, ruft Lehrerin an, lass dich wieder rein. Tierarzt. Hä, was ist daran jetzt schlimm? Ruf Lehrerin an, die hat eine Nummer dabei, ein Handy dabei und ruft man die an und sagt, dass ich wieder reinlassen kann oder so. Oder ruft TJ an oder so ihn reinlässt. Was für eine dramatische Wendung, einfach so rausgeschmissen. Wow, und jetzt? Wow, das ist Ende? Alles klar, alles klar. Krass, ey. Ich dachte, jetzt wollen die jetzt abbauen, wollen rausgehen oder so. Aber schmeißen sie. Okay. Naja, was mit den beiden noch passiert? Ob noch Fly mit Lorena? Nee, ich kann nicht mehr reden, Alter. Fly mit Grace zusammenkommt und so weiter. Wir sind schon bei Folge 9.8, also 9.12 ist das Ende. Das heißt, wir nähern uns immer mehr den Abgrund. Den nehmen wir uns sowieso. Aber ja, war wieder cool. Und ich bin gespannt, was weitergeht. Nice, süß.